Hallo meine lieben Filmfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Mein Name ist MovieFan1982 und heute möchte ich euch gerne die Schatzkästchenbox zu dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel vorstellen. Ja, wie eben schon erwähnt, das ist eine Box, sieht dann von vorn so aus. Wir haben hier dieses Bild von Aschenbrödel drauf und der Schriftzug hier und alles, was ihr da sehen könnt, auch das Wort Schatzkästchen ist dann ein wenig farblich hervorgehoben und man merkt es beim Drüberfahren ganz leicht, dass das etwas, naja, relativ geprägt ist. Und wie ihr sehen könnt, oh, hier ist mein Fingerabdruck, wie ihr hoffentlich sehen könnt, wenn man das hier so im Licht hin und her wandern lässt, das glänzt golden, also es ist ein goldener Schriftzug. Wenn auch von der Nähe sieht das dann auch so aus. Wirklich sehr, sehr schön gestaltet das Ganze. Und kann man wirklich nicht meckern. Das ist dann hier so eine viereckige Box. Sieht von allen Seiten dann so aus. Also ist quasi nichts. Und die Rückseite der Box sieht so aus. Wir haben da hier so eine Pappbanderole, so ein so Papieraufleger, der hier oben mit diesem Klebepads und hier unten befestigt ist. Und hier könnt ihr dann sehen, was da alles enthalten ist in der Box. Da haben wir hier die ganzen Sachen. Inhaltsangaben. So. Das Ganze seht ihr auch, ist eine nummerierte und durchnummerierte Sonderedition. Was steht hier noch? Hier sind noch einige Produktionsnotizen und so weiter und so fort. Das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir haben jetzt hier das Bonusmaterial. Und ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und hier natürlich die Angaben, wie Laufzeit und so weiter und so fort. So. Und der EAN-Code. Und unter dem EAN-Code befindet sich die Nummerierungsnummer. Also Limitierungsnummer. So, und jetzt haben wir das lang genug gesehen. Ich muss das jetzt erstmal hier hin tun. Das wird dann nach oben hin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, mit einer Hand ist das schlecht. Wird das dann hier so nach oben aufgemacht. Da haben wir hier so einen Deckel. Sehr, sehr starker Karton, muss ich sagen. Also das ist richtig massiv. Der geht nicht so schnell kaputt. Definitiv nicht. Lass mich weiter aus dem Bild. Da kommt noch einiges. So sieht das dann von innen aus. Wir haben dann hier noch, das Ganze ist eingelegt. Das ist in einer Art, sage ich mal, leichten, ja, wie soll ich sagen, Art Samt mit Struktur. Ihr hört das, das Kratzen. Ist das eingelegt. Und das Ganze ist hier auch wieder golden verziert. Und wir können das dann hier oben so nach vorne aufmachen. Das ist Pappe hier vorne, also es hat keinen Magnetdruckpunkt. Das ist nur so eine Schublade. Aber bevor ich das hier kaputt mache, nehme ich das jetzt hier komplett raus. Das ist dann halt der Karton. Der ist genauso massiv wie der Deckel. Ich lasse jetzt hier mal zur Seite. Dann haben wir hier unsere Schatzkästchenbox. Und hier vorne haben wir eine Lasche. Da können wir dann das Ganze rausziehen. Und hier ist dann das Medaillon, sage ich mal, die Kette, der umhängt. Der Anhänger, den Aschenbrödel in dem Film trägt. Und das Ganze sind alles Einzelanfertigungen, also sprich Unikate und geht's nicht mehr zu. Und Unikate und da ist noch eine kleine Bauanleitung, also so wie das zusammengebaut wurde, dazu hier in der Box drin. Wir klappen dann hier den Deckel so auf und haben hier oben auch nochmal eine goldene Verzierung, alles in diesen Samtstoff gehüllt. Ich lege das jetzt mal hier unten hin. Wir haben hier, ihr könnt das denke ich mal noch sehen, hier so eine Lasche, da können wir das Ganze hochziehen, damit wir das besser rausnehmen können. Wir haben hier zwei Zettel, dazu gleich noch mehr. Und das ist jetzt das Herzstück sozusagen. Das ist in der Größe einer, naja, Audio-CD. Ebenfalls wieder in diesem Samtstoff gehüllt mit goldener Beschriftung, so ein kleines, naja, Mini-Digipack sozusagen. Und das sieht dann von innen so aus. Da haben wir hier die DVD. Das Ganze ist, also das ist hier die digital überarbeitete WDR-Fassung. Also das heißt nicht diese billige, minderwertige DVD, sondern schon die digital überarbeitete in Bild und Ton. Kann sich wirklich sehen lassen. Da haben wir das Booklet mit Notizen, Geschichte, was auch immer. Und einige Bilder. Wirklich sehr schön gestaltet. Jede Menge Text zum Lesen.
will ich jetzt aber nicht vorlesen. So. So. Wirklich sehr umfangreich gehalten, das Booklet. Und das Papier ist auch extrem stark. Also das fühlt sich an, als wenn man drei Seiten mit einmal umblättern würde. Und von der Beschaffenheit hier ist das Ganze ja so wie Art Hochglanz, aber so einen ganz leichten Rauanteil noch dabei. Und dann haben wir hier nochmal Spezifikationen, speziell zur DVD. Könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. So, dann haben wir hier nochmal ein Bild. Und dann haben wir noch den Hinweis, was alles auf dem Soundtrack, auf der Soundtrack-CD enthalten ist. Das ist dann diese, hier haben wir noch das letzte Bild. Und hier drüben ist dann die Audio-CD mit 22 Liedern. Auch sehr schön. Und so sieht das dann von hinten aus. In der Box haben wir dann nichts mehr, also hier drin ist dann nichts weiter drin. Da unten drunter befindet sich halt die Halskette. Tue ich jetzt nicht rauspuzzeln, das möchte ich nicht. So, ich hoffe, ich kriege das hier unfallfrei alles ein bisschen zur Seite. Jetzt kommen die Zettel nicht her. So, da haben wir einmal das Echtheitszertifikat zur Box. Sieht dann so aus hier. Jede Menge Text zum Lesen, wer das gerne durchlesen möchte. Und hier oben die Angabe und hier auf der Rückseite ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Diese Kette wurde speziell immer in Einzelstücken angefertigt. Könnt ihr dann auch hier sehen, dass es wirklich von Hand zusammengesetzt wurde. So eine Produktionsnotiz so in der Richtung. Wirklich sehr, sehr schön. Hier steht allerdings nicht, also auf meiner Filmfin-Seite findet ihr die Angaben dann. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viel Stück das limitiert war. Und dann haben wir hier noch einen Flyer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja noch Hinweise. Ja, habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Halt einen Flyer noch. So. Ja, das wäre es eigentlich jetzt zu dieser Schatzkästchen-Box. Und es gibt natürlich noch davon eine Blu-ray-Fassung. Die werde ich dann hier an der Stelle noch ins Bild einblenden. Die besitze ich ebenfalls. Und Leute, die jetzt mehr Wert auf den Film legen und sagen, na gut, das als Plastik reicht mir das, dann können die selbstverständlich auch die Blu-ray nehmen. Die hat eine durchaus bessere Bildqualität. Da wurde einiges nochmal rausgeholt aus dem Film und kann ich euch sehr empfehlen. Und ja, das wäre es an der Stelle zu dem Unboxing zu der 3 Haselnüsse für Aschenbrödel Schatzkästchen Box. Und wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben und abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Schaut auf meiner Filmfan-Seite vorbei, da findet ihr, wie gesagt, alles Wissenswerte, was es über diese Edition und zu den weiteren 3 Haselnüsse für Aschenbrödel Editionen noch zu wissen gibt. Und das ist sehr informativ, lest euch das unbedingt mal durch. Euer MovieFan1982 sagt Tschüssi und vielen Dank fürs Einschalten.